Menschen, die sich im Alltag nicht so oft begegnen. Menschen verschiedener Glaubensrichtungen. Menschen, die Hilfe brauchen. Und Menschen, die helfen wollen. Zum ökumenischen Weihnachtsgottesdienst in der Bahnhofshalle in Bielefeld sind alle herzlich eingeladen. Einsam muss an Heiligabend keiner sein. Organisiert wird das Fest von verschiedenen kirchlichen Einrichtungen. Auch die Caritas ist mit ihrer Bahnhofsmission mit dabei und lädt zum Gottesdienst ein. Ihre Tür steht immer offen für alle, die Hilfe brauchen. Das Brot ist wichtig und wir geben 120 Stück am Tag raus. Das ist eine Menge, aber eigentlich sind wir da mit dem offenen Ohr. Wir lachen hier viel gemeinsam mit unseren Gästen. Wir weinen manchmal aber auch mit unseren Gästen, weil es auch sehr bewegend ist, was die erleben in ihrem Alltag. Ja, also ich komme Heiligabend. Ich finde das gut, so eine Veranstaltung. Hier oder Bielefelder Tisch. Ich finde das gut immer. Bis gefeiert werden kann, ist noch eine Menge zu tun in der sonst so trubeligen Eingangshalle. Viele Ehrenamtliche packen mit an und schaffen eine gemütliche und besinnliche Atmosphäre. Rund 600 Menschen finden Platz an den liebevoll weihnachtlich dekorierten Tischen. Dechant Klaus Fussi und seine Gemeinde beteiligen sich auch gerne an den Feierlichkeiten. Wenn du in Gott eintauchst, und das ist für mich Gebet und Evangelium hören, dann tauchst du unweigerlich bei den Armen wieder auf. Gottes Botschaft wird hier in die Tat umgesetzt. Jeder ist herzlich willkommen, ob bedürftig oder nicht. Karitative und kirchliche Initiativen arbeiten Hand in Hand. Aus Überzeugung. Der Gottesdienst ist nur der erste Teil der Feierlichkeit. Im Anschluss kann man dann nochmal eine warme Suppe kriegen zur Stärkung. Das ist immer besonders schön, weil die Menschen sich dort vermischen. Und es ist eine gute, tolle Atmosphäre. Man kommt miteinander zusammen, man lacht miteinander, man genießt den Abend. Und zum Schluss wartet noch eine Überraschung auf Groß und Klein. Nachdem man gemeinsam gespeist hat, verteilen wir dann auch nochmal Geschenktüten. Die werden hier in der Bahnhofsmission verteilt und die sind auch immer sehr beliebt. Die Kirchen geben an ihre Gemeindemitglieder Geschenktüten aus, die sie vielfältig befüllen können. Sowohl mit Leckereien als auch mit praktischen Dingen. Für jeden ist etwas dabei. Das Gefühl zu schenken, zu wissen, man hat jemandem eine Freude bereitet, ist mindestens genauso groß wie das Gefühl, beschenkt zu werden. Das wird nicht irgendwie unterschieden, wer woher kommt, wer was für Möglichkeiten hat, wem es wie gut geht. Gemeinsam Kirche.